bin etwas überrascht worden. Wir haben tatsächlich ein Vorgespräch geführt und als Rentner oder als über 70-Jähriger rechnet man gar nicht mit so einem Preis. Und ich habe mir dann trotzdem annehmen wollen und ja, fühle mich auch ein bisschen geehrt. Vielen Dank. In Deutschland skizzieren würde, dann würde das genau auch zutreffen, zu sagen, Sie sind der typische Mittelständler in Deutschland. Und lieber Herr Langfeld, Sie haben eben so schön ausgeführt, was Sie ausmacht, wie Sie sich auf den Weg gemacht haben, wie Sie immer wieder Chancen erkannt haben, wie Sie aber auch ja, anspruchsvollen Zeiten ja, getrotzt haben, auch durchgegangen sind, Sie ausgehalten haben und letztendlich daraus immer wieder Stärke, Dynamik und Kreativität geschöpft haben und auch wieder neue Themen, neue Geschäftsfelder damit auch sich erschlossen haben. Und genau das ist es, was vielleicht auch anderen ein Stück weit Mut geben sollte, vielleicht auch den Jungen, die ich vorhin angesprochen habe, auch Motivation geben sollte, auch einen solch wunderbaren Lebensweg zu geben. Das ist ganz wunderbar und lassen Sie mich zum Schluss sagen, Unternehmertum ist für mich immer auch Teil der Gesellschaft. Und wenn man hört, wie Sie, liebe Frau Meffert, sich auch dann engagieren, wie Sie auch hier ein Gespür haben für Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, das ist auch ganz großartig. Und deswegen darf ich Ihnen im Namen der Landesregierung von Herzen gratulieren und danke Ihnen für Ihr großes unternehmerisches Engagement. Herzlichen Dank.